Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist euer Cranny und wir sind bei einer Runde League of Legends und diesmal mit Bart, dem kleinen Bro. Und ja, wir spielen in den Jungle, wie ihr wahrscheinlich an dem Smite sehen werdet. Ich bin gespannt, wie er sich macht. Könnte crazy werden. Könnte crazy werden. Ich denke, es wird hart. Es wird hart. Vor allen Dingen, da ja, er mehr AP-lastig ist. Man könnte ihn natürlich auch auf AD spielen, hatte ich kurz überlegt. Einfach mal mit AD-Items versuchen. Die ganze Sache. Aber ich denke, wir werden ihn trotzdem ganz normal auf AP mal spielen. Mal gucken, wie viel Damage dabei rumkommt, ja. Wenn man ihn auf AP spielt. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Und das Coole ist natürlich auch, dass man dadurch, dass man Jungle spielt, schön viel auf der Map einsammeln kann von diesen Behältern, ne? Das ist eigentlich ziemlich cool. Was sind das hier? Das ist auch noch. Item is able. Can only carry 3 Stealth Wards in Inventory. Count as a Stealth Ward. Okay, interessant, interessant. Okay, wir starten auf jeden Fall ganz normal hier mit Tandas Machete und Hellspots. Und mich hat schon einer entdeckt, ja. Leute, ich bin auf dem Beta-Server und es hat mich schon einer entdeckt. Und da ist schon mal die erste Flasche. Wie super ist das denn? Also die erste Behälter, Container, Flasche, was auch immer. Und ich habe mir überlegt, wie man anfängt. Und irgendwie war am sinnvollsten für mich, wir fangen mit dem W an. Ja, warum? Ich meine, W macht nur Heal, denkt ihr euch jetzt vielleicht. Aber man kann jetzt schon mal vorab Heals setzen. Da haben wir uns erstmal gecasht. Den ersten. Man kann vorab schon Heals setzen. Oh fuck, jetzt habe ich den schon eingesammelt. Nope. Das sollte eigentlich nicht der Plan sein. Weil die laden ja auch auf und umso länger die aufladen, umso besser ist das ja. Umso mehr Heal geben die sozusagen. Und da wir jetzt hier unten hoffentlich einen geilen Pull kriegen, bei unserem Team. Hoffe ich, dass wir Sachen machen können. Ja, der Pull war jetzt nicht so perfekt, aber naja, ne? Und erstmal hier gegönnt. Und dann natürlich den Q, weil der halt auch Schaden macht. Es wird auf jeden Fall nicht so einfach mit ihm zu jungeln, ne? So viel kann ich schon mal verraten. Oh, ich hab den Stun nicht getroffen, ich Noob. Bin gespannt, ob ich es überhaupt schaffe. So. Ja, ist er nicht gestunt worden. Was ist da los? Entweder habe ich den Stun nicht getroffen oder ich habe den Stun nicht getroffen. Ich glaube ja, ich habe den Stun nicht getroffen. Jetzt ist er mal gestunt worden. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Und ihr seht, es ist Trouble auf der Map, ja. Es ist echt nicht so einfach, das hier zu machen. Und ja, wir platzieren noch mal. Wir müssen wohl erstmal backgehen, wohl oder übel. Irgendwas jungeln wir überhaupt? Lee Sin. Das heißt, wir können uns natürlich auch einfach rapen beim Red Buff. Er hat einen First Blood gemacht. Ally has been slain. Unser Team hat First Blood gemacht. Aber Ally has been slain. Mit Trailblazer wird das Ganze wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher, deswegen warte ich jetzt noch die Kohle. Aber es ist halt schwierig. Muss man sagen. Man hätte noch vielleicht ein paar mehr Heals setzen können. Oder ich hätte einfach meine Stunts besser treffen müssen. Das hätte auch sein können. Weil wie gesagt, er stunt ja, wenn einer hinter ist. Und falls ihr euch fragt, wie genau das funktioniert, könnt ihr natürlich euch mal das Spotlight angucken. Ja, wir holen uns jetzt auch erstmal die Dinger hier. Weil, wenn wir davon viele einsammeln, machen wir ja mehr Schaden. Und das wollen wir ja als Jungler, ne? Mein Red Scan, habe ich mir fast gedacht. Lead to the Sin. Er hat sich wahrscheinlich gedacht,
Komm, den Counter junglen wir jetzt erstmal. Den gönnen wir nichts. Und ihr seht, selbst die Geister mit Trailblazer machen trotzdem noch Aua. Jetzt haben wir die ersten fünf fertig. Schon mal gut. Bisschen Erfahrung in der Mitte snacken. Erfahrung snacken und die Dinger einmal schön einsammeln. Wichtig, wichtig. Ich würde sogar ganz gern eigentlich die hier smiten. Ah, jetzt habe ich nicht. Doch, hab ich. Er ist gegen die Wand gestunt worden, sozusagen. Einfach aus dem Grunde, dass wir hier ein bisschen Vision Hub auf Lee Sin. Falls der hier irgendwo rumgammeln will. Dann immer schön die Heal-Brunnen setzen. Wenn die sich hoch aufladen, dann kriegt man auch ein bisschen Heal wieder. Mana hat man eigentlich genug. Und jetzt mit Trailblazer geht es schon ein bisschen besser, aber man hat halt kein AOE-Clear mit ihm. Sodass man im Endeffekt. Dass man im Endeffekt nicht. Ja, wie soll ich sagen, man kann nicht AOE-mäßig irgendwas clearen. Ist halt ein bisschen doof, aber ist so. Ihr seht ja schon, wie low ich hier nur von dem einen Vieh gehe, ne? Wahnsinn. Auf AD wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Erstmal einen Container einsammeln. Machen wir mal den hier, den gönnen wir uns noch, bevor wir weggehen. Also auch bei dir wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, die Minions kaputt zu machen. War die Monster. Zumindest noch einen Assist gekriegt. Setz ihn mal noch einen Heal-Brunnen gleich und dann gehe ich back, obwohl ich gehe gleich back. Dauert zu lange. Also wir haben unseren ersten Assist, ja. Und man hat ja hier auch einen schönen Ping auf den Server. 200. Nice. Dafür läuft doch bis jetzt ganz okay, muss ich sagen. Mein Team feedet nicht allzu hart. Okay, Shyvana ist ein bisschen in Trouble gegen Braum. Ne, gegen Braum, danke schon. Ein bisschen sieht da aus wie eine Mischung aus Braum und Gragas, finde ich. Ja, gegen. Bartop. Lust da ein bisschen ab, ne? Die Shyvana. Mal schön die Heals aufstellen. Der Q macht jetzt auch schon ein bisschen Schaden. Mit Cooldown Reduction ist das Ganze auch ein bisschen einfacher. Jetzt haben wir noch einen Heal hier. Wir haben ja eh gleich genug Mana. So, jetzt haben wir es aber gestunt, ne? Ah. Jetzt haben wir ihn gestunt und gleich will ich mal einen Gank Try irgendwo machen. Ich habe leider nicht genug Mana gehabt für einen. Leider nicht genug Mana gehabt für. Ne, Gold gehabt für einen Pot, meinte ich. Und zack, haben wir uns das mal wieder hochgeheilt, fleißig. Man muss auch einfach mal auf sich direkt draufsetzen, dann ist der Heal halt nicht so stark, ne? Na, da musste ich weg. Nicht zu risky gewesen. Ho, 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 holy moly. Aber vielleicht kriegen wir den noch Assist? Assist, like a boss. Hab ich ihn reingebaitet, den Ezreal. Ezreal mid, down. Jetzt haben wir endlich mal ein paar Pots, ne?
Wir kaufen mal noch ein Board. Wie so ein dumpfes Gefühl, dass Lee Sin gleich da ist. Irgendwo beim Red wieder und sich den snacken will. Na, gucken, vielleicht können wir nochmal irgendwas reißen mit Shyvana. Shyvana hat 32 CS, oh. Und 2 Kills hinten. Er hat einen Red. Ich glaube, er könnte meinen sich gesnackt haben. Nee, hat er nicht. Muss man hier aufstellen. Ich habe jetzt aber noch ein Ward. Man hat auch nur einen Damage-Spell, sozusagen, auf AP, wie ihr seht. Guck, geht Raum Top AD. Er hat noch nichts gekauft. Und weiß nicht genau. Und ihr seht, jetzt geht's aber schon mit Trailblazer und so. Kann man ein paar Sachen machen. Man verliert nicht mehr ganz viel Leben. Mal zwischendurch ein paar Heals irgendwo setzen, wenn man wieder durch den Jungle gehen will. Die Dinger einsammeln ist natürlich auch nicht schlecht. 6-6. Wir müssen halt nachher mal gucken, ob sich AP lohnt, ja. Oder ob man vielleicht doch lieber AD gegangen wäre. Ich denke ja fast, dass AD noch ein bisschen stärker wäre. Need Gank, please. Wer schreibt denn das? Alter, ha. Na toll. Und wie gesagt, diese Kisten sehen die anderen auch nicht. Wie viel haben wir davon jetzt eigentlich schon? Schon einige, ne? Fahren wir erstmal ein bisschen weiter hier. Damage! Junge, mach Damage! Oh, da unten sind sie richtig crazy am Start. Da kommt bestimmt gleich Lee Sin als Backup. Oh no. Und da haben wir den Kill gemacht. Like a Boss. War okay. Wir haben Kill geholt. Ja, wenn wir jetzt noch den Drake kriegen würden, wäre das natürlich noch besonders wertvoll. 570 Damage. Ich denke fast auf AD wäre das Ganze noch ein bisschen lustiger gewesen. Ich glaube, ich werde ihn nochmal auf AD ausprobieren.
War das los mit der? Will ich nicht haben, offensichtlich. Weil man hat ja eigentlich nur ein Spell, um Damage zu machen, wirklich, ne? Man hat zwar noch den Super Heal. Das heißt super, er geht so, ne? Und da wäre so ein bisschen Attack schon ganz cool. Man kann nämlich auch überall ganz super hin mit ihm, ne? Ey. Kann ja, ihr seht, jetzt liegen ja schon so viele Dinger rum von den Viechern, dass man eigentlich schon Sachen machen kann. Red Buff ist ab. Nicht schlecht. Und man bewegt sich auch relativ schnell durch den Jungle, wenn man die Dinger einsammelt, ne? Angetroffen, jo. Der Stun hält auch 1,8 Sekunden, was gar nicht so schlecht ist, wie ich finde. Ah, der hat mich noch getötet. Was hat denn der? Der ist auf AD, ne? Naja, Static und Lich Bane. Okay. Wir lassen das auch drin. Das Blue wäre, das blaue Item wäre zwar ganz cool, aber wir lassen das jetzt mal drin. Static und Sheen hat er. Nee, Quatsch, das machen wir nicht. Wir wollen ja Mobility haben. Das heißt, wir holen uns Mobi Boots. Um viel Action irgendwo auf der Map machen zu können. Probiert einfach mal AP aus. Und dann werde ich nochmal vielleicht Top AD probieren oder so. Und dann vielleicht nochmal. Aber Supporter, ganz normaler Supporter. Supporter hat gespielt. Das ist jetzt auch so die AP-Variante. Ob man denn auch jetzt, ob man jetzt in Jungle auf AP spielt oder Midlane, macht ja nicht so einen wahnsinnigen Unterschied. Ich meine, Hauptsache, man probiert mal aus, wie viel Damage er mit AP überhaupt macht. Den Glitch Bane wäre ganz gut, weil er dann durch die Auto-Tags auch noch Sachen machen kann. Wie viel, was haben wir denn jetzt eigentlich schon als Bonus? 30 Damage beim nächsten, wenn ich es einsammle. Ja, das ist ganz, ganz okay. Wird noch mehr Damage rausgedrückt, als ich dachte, der andere Typ auf jeden Fall. Boah, die Sona! Wie viel Damage hatten die gemacht? Die hat doch nix. Okay, die gängische Sona ist gefehlt. Sie hat 6-5. Crazy. Die Botlane hat relativ viele Kills, muss man sagen. Aber unser hat auch relativ viele Kills, unsere Botlane, ne? Weißbart, 5-1. Weil halt ist, Leute, weil halt ist. Wir sind auch relativ squishy, aber wir probieren ihn trotzdem auf AP zu spielen. Wir probieren voll AP-Build. Ich denke, auf AD wäre besser, aber das haben wir jetzt schon wiederholt ein paar Mal. Jetzt reicht's aber auch. Schaden. Wo dann hin, um Gottes Willen?
Kommt alles da. Wir haben halt kein Top-Laner, ne? Also wir haben halt Ezreal alleine rausgesohnt, mehr oder weniger, aber... Und Shyvana sagt, I don't give a fuck. Wie viel Damage die einfach macht, ne? Das ist Wahnsinn. Wie viel der Heal macht das eigentlich? 125 auf jeden Fall. Moment. Mehr ist fraglich. Je nachdem, wie lange man es auflädt. Wenn man halt jemanden direkt healen will, muss man es ja direkt unter einem machen. Von daher. Den Drake gemacht. Ja. Warum leuchtet das orange? Das läuft vielleicht gleich aus. Kann sein. Ich glaube, die bleiben nur eine bestimmte Zeit auf der Map. Okay, dann müssen wir mal den zweiten Drake. Warum hat denn da keiner Damage drauf gemacht? Und nochmal schön die Ult geworfen und dann nochmal gegen die Wand gestanden. Oh nein, wird mein Stun getroffen. Okay, sehr nice. Das ist doch gut. Wir brauchen halt möglichst viele Meeps. Sammeln die Meeps ein, wie viel haben wir denn schon? Dauert ein bisschen, bis die respawnen, ne? Den Glitchbang ist noch ganz cool auf ihn, wegen den Auto-Tags. Aber generell sieht es schon, man wirft keinen Schaden. No damage, er ist halt Supporter. Darf man nicht vergessen. Wobei die Ult echt lustig ist, muss ich sagen. Die Ult kann echt Teamfight entscheidend sein. Und da sehen wir zum Beispiel eine Bottle vom gegnerischen. Vom Gegner. Die sammelt er jetzt ein anscheinend. Da sehen wir schon. Wie viel hat er eigentlich schon? 39, glaube ich ja schon fast genauso viel. Aber er ist halt ein bisschen gefeedet. Ne? Hier die Lage checken. Ja, das ist dann leider ein bisschen auch hingegangen. Also es wird noch ein hart Game. Weil Shyvana hat leider ein bisschen gefeedet. Und der macht auf jeden Fall mehr Damage als ich. Wir sind leider ein bisschen 4 gegen 5 spielen wir die ganze Zeit. Hm. No! Deleted. Sie haben alles getroffen und ich war weg vom Fenster. Oh, Shyvana ist da. Da muss Nexus hier. Oh ne, Shyvana. Oh, Shyvana geht First Item Damage. Die Dings wäre vielleicht ganz cool gewesen. In the middle of the fight. Wird ein hard game, Leute. Oh, die wollen schon surrendern. Die wollen schon surrendern. No, the surrender. Leider keine Vision, sodass ich nicht rausgehen kann. No surrender hier. Was ist denn los mit euch, Jungs? Was ist denn los mit euch? Wir können auch Sachen machen. Ja, 22 zu 1. Von mir aus, Shyvana ist noch nicht tanky gebaut, aber wenn das vielleicht noch wird,
Ihr seht schon, man macht auch ein bisschen AOE-Damage, ne? Indem man einfach durch diese Meeps einfach durchfliegen, sozusagen. Das große Problem an der Sache ist wirklich, dass man nur einen Damage-Spell hat, wenn man ihn auf AP spielen will. Das ist natürlich AD wesentlich sinnvoller und... Okay, wir sind alle tot. Ich würde sagen, der generische Bart ist ein bisschen gefeedet, minimal. Auch nur ganz minimal. Sollen wir jetzt tun, ne? Wenn keiner da ist. Im Ultimate einsetzen bringt ja auch nichts. Ich glaube, das ist das GG. Kommt noch mal einer hier jetzt hier? Na gut, hat nichts gebracht. Ne? Ich hab's mit Back. So, ein bisschen Mana zu reden. Sonst wäre ich jetzt erstmal auf Sonias gegangen, als Next Item. Ach gut. Oh, ich kann mich nochmal hochheilen. Wow, so close. Aber generell hätten wir den eh vielleicht noch ein bisschen öfter einsetzen müssen, ja? Und vielleicht hätten wir ihn doch auf AD spielen sollen. Aber das haben wir jetzt nur schon festgestellt. Wir den, denke ich mal, nochmal Toplane AD spielen. DJ-Zoner spielen sie aber hier. Damage das, ne? Ja gut, das Game ist wohl doch schneller GG als ich dachte. Also Top Lane bei der Feed International. Aber wir haben ganz gut gespielt. Ihr seht auch ein neues Logo, das sich irgendwie zusammenbastelt. Ja, auf dem Beta-Server zumindest. Und ich bin gespannt, wenn er rauskommt, ob er so bleibt oder ob noch was verändert wird. Kann ja sein. Ist wie gesagt noch nicht das Finale. Wir sind gespannt. Und also trotzdem ein lustiges Game. War AP-Bart mal probiert. Mein Resümee sagte mir, dass man das auf jeden Fall nicht empfehlen kann, weil einfach, er hat nur ein Damage-Spell und kann sonst weiter nichts mit AP anfangen. Ein bisschen mehr Heal, aber ja, das ist, Heal ist ein bisschen statisch. Man kann es zwar direkt auf einen Setzer inhalten, ist nicht ganz so stark. Der Heal ist trotzdem ganz okay. Viel stärker ist er natürlich, wenn er aufgeladen wird. Deswegen denke ich einfach, dass er auf Lane wesentlich besser aufgehoben ist, wenn man ihn da ein bisschen in die Büsche reinsetzt als Supporter und ein bisschen weiter hinten. Das heißt, wenn man sich zurückziehen will, kann man einfach rüberlaufen. Und ich denke, das ist wesentlich stärker. Und alles in allem trotzdem ganz gut gespielt eigentlich, fand ich ganz okay. Und natürlich nicht annähernd so viel CS wie Lee Sin, weil wir einfach natürlich nicht so viel Damage gemacht haben. Wie gesagt, ich werde ihn noch einmal auf AD ausprobieren und einmal als Support. Und also AD entweder auf der Toplane oder nochmal im Jungle, mal gucken, je nachdem. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir werden uns sehen beim nächsten Mal Gameplay. Ansonsten macht's gut, meine Lieben. Und tschüss.